Ja, moin Leute, ne? Oder guten Abend, je nachdem, wenn ihr zuschaut und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Survive-Stream. Ja, beim letzten Mal haben wir es endlich aus der Kanalisation rausgeschafft. Wir sind bei Kapitel 3 now here und sind jetzt wieder an der Oberfläche. Endlich keine Kanalisation mehr. Endlich sieht man wieder halbwegs was. Nee, meine Freunde da draußen. Ja, ausgerüstet habe ich mich jetzt schon, bevor ich den Stream hier angefangen habe. Bin bereit für den Krieg. Meine Waffen liegen hier. Also sie liegen bereit. Die Tür öffne ich gleich. Ich muss mal auf der Karte gucken. Okay. Sobald ich in der Stadt bin, will ich irgendwie nach unten. Ich darf jetzt wahrscheinlich erstmal den endlos langen Weg folgen. Das Safe House sollte ich mir auf jeden Fall mitnehmen. Oder direkt das hier. Das, was ich auf jeden Fall holen will, ist an der Stelle. Da ist ein Rucksack-Upgrade. Ich denke mal, hier kann ich mich auch wesentlich freier bewegen als im zweiten Kapitel, wo ja fast jeder Weg abgesperrt war. Also vom Prinzip her, wenn wir gleich rausgehen, einfach der Straße nach links folgen. So, die nehme ich dann einmal. Wohl die, die ich jetzt nehmen will, die packe ich mir jetzt hier hin. Und mit der Waffe clear ich jetzt mal eben kurz, was ich am Fenster sehen kann. Die nehmen, die nehmen. Und wenn ich gleich rausgehe, direkt nach links. Hey, can you Hallo? hear me? Almost at the end of your journey. Just a little bit more and we'll see each other in person. You know, I'm almost emotional now. Aren't you too? Fuck it. I promised you a beer, right? It's here waiting for you. Okay, not the time to fuck around yet. I need you to do something for me in Portland, or as everyone called it, nowhere. First, you need to reach the city. Follow the railroad tracks. They will take you straight to the Portland Railway Depot. Hey. Ich hasse es, wenn die so nahe stehen, dass man nicht trifft. Na gut, hier ist wie gesagt offener, ne? Vom Prinzip her kann ich mir aber hier drin noch mal Munition eben kurz holen. Und vorher hier draußen ein bisschen clearen. Ich wieder mit meinem Zitterarm. Er sagte, er hätte mir auch irgendwas auf meiner Karte markiert, ne? Ah.
ist schrecklich, wenn man sich mal an der Nase kratzen muss. Man kann hier nämlich keine Pause machen. Hier links und rechts soll was sein. Direkt die Visage getroffen, perfekt. Was ist das hier für eine Grütze an Nebel? Man sieht ja die Hand vor Augen nicht. Bin ich hier richtig? Hallo? Was bist du so schnell? Halleluja, sprintet hier auf einmal. Bin ich hier richtig? Ja. Erstmal hier drumherum clearen. So, und was soll jetzt hier Schönes für mich sein? So, falls er was rumfleucht, wird's jetzt gegrillt. Oh, fuck yeah! Just what we need. Keep looking for more. Brauche ich mehr von den Dingern? Ich glaube, ich brauche wesentlich mehr. Auch wenn nur straight geradeaus gehen, dann komme ich ja zu dem hin, was ich holen soll. Boah, was für ein Dunst. Ich hatte dich nur sprinten sehen, da habe ich drin instant mit der Explosiven geschossen. So, hier drin wahrscheinlich. Was haben wir denn hier für Munition? Ist das noch mehr Shotgun-Muni? Moment, was sind das denn für Pfeile? Anything? Nimm ich mal.
glaube, das, was ich brauche, habe ich schon. Ich glaube nicht, dass ich all die Dinger absuchen muss. Soll ich aber trotzdem sicherheitshalber mal in die Richtung gehen? Nee, ich glaube, ich sollte nach rechts gehen. Ich folge dann mal dem Weg. Das spawnt einfach ein Zug vor meiner Nase. Und offenbar kann man da sogar rein. Aber wisst ihr jetzt nicht, dass mir das irgendwo was bringt, oder? Nee. Du bist da gut eingesperrt. Da rennt einer um den Zug herum. Also klar, die explosive Munition ist laut. Genau in die Richtung, die ich gerade gucke, soll das Safe House sein. Nein. Die Sprintenden finde ich echt fies. Irgendwas von Bedeutung hier drin. Hier wäre nochmal Munition für die Waffe, die ich gerade verwende. Fuck. They already ransacked this whole place. Solange ich die einfach über den Haufen schießen kann, ist das gut. Ich bin doch direkt beim Safe House.
Kann ich mir doch direkt eine neue mitnehmen. So, die hier ist für die Sprintenden. Der Schuss ist besser. Du warst wahrscheinlich wieder einer dieser Sprintenden. So, die schieße ich auch direkt über den Haufen. Hier ist auch noch mal so ein Ding. Ich glaube aber, dass ich nur eins davon brauche. Ich glaube es. Ich weiß es nicht. Ah, ich brauche mehr als die zwei. Okay, es kann sein, dass ich noch mal zurück muss von der Karte her. Ich weiß halt nicht, wie viel ich brauche. Ich habe da leider nicht gelesen. Ich laufe in die falsche Richtung. Ich muss hier rechts. Ich habe aber echt die Befürchtung, dass ich nochmal zurück muss. Die ist eh leer. Kann ich auch das Magazin eben wegschmeißen. Ich die mal hier auf den Fässern ab.
muss hier rechts irgendwas tun. Funktioniert auch. Ich muss definitiv nochmal zurück. Jetzt wird nur noch einer? Hä? Vielleicht habe ich ja Glück und der ist genau hier drin. Obwohl, nee, das hier ist die Stelle, wo die rein müssen, ne? Und nicht eine Stelle, wo ich finde, ja, ich muss definitiv nochmal den Weg zurück. Meine neue Zuverlässige, ne? Hm, da drin. Und da ist so ein Kotz-Zombie. Aber da ist definitiv das Teil drin. Da sind wahrscheinlich auch welche drin, ja. Hallöchen. Hier ist die gute Schrotflinte. Jetzt kann ich ruhig mit der rumballern. Okay. Now let's finish putting those fuses in the electrical panel and open that fucking gate. So, wenn ich jetzt gleich hier links rausgehe. Links rausgehe, rechts rausgehen, noch geradeaus und da sicherheitshalber auch noch gucken. Mit der hier kann ich eh alles one-shotten. Und sollte mir irgendwas viel zu nahe kommen, habe ich immer noch den Knüppel. Ist eigentlich auch 10-mal besser als der Bogen. Bin ich ganz ehrlich. Sonst noch wer, der meine Knarre kennenlernen will? Hey, to Maltham, you need to learn first how to do it. Around the city, find some magazines about weapons. I'll show you with the white circle on the map where to find them. Als ob ich die nicht nutzen kann. Hey, to Maltham, you need to learn first how to do it. Around the city, you'll find some magazines about weapons. I'll show you the white circle on the map where to find them. Ich hoffe mal, das Magazin finde ich hier irgendwo auf der Karte.
hoffe, dass es nicht das Büchlein wäre, was man im letzten Kapitel hätte holen können. Das, was ich nicht holen konnte, weil es verbuggt war. Weil bis auf das aus dem letzten Kapitel habe ich eigentlich jedes dieser Büchlein mitgenommen. Ja, jetzt brauchen wir eigentlich nur dem Weg folgen. So. Jetzt muss ich wahrscheinlich den Hebel drücken. Da geht's auf. Copy. Well, you've reached the railway depot. The whole area is infested with fucking walkers. God damn it. Some desperate people found shelter in abandoned wagons. Maybe someone had to run away and left this stuff there. So, if you're lucky, you may find something useful. Meanwhile, try and find a fucking exit. That place is huge. There's quite the mess in that area. Be careful. Okay. Der Knüppel funktioniert auch immer sehr gut. Ist ja doof, dass ich gerade die Patronen einzeln rausholen muss. Weil der die Explosive bevorzugt gerade. Die ich nicht nutzen kann. Erstmal einfach geradeaus den Gleisen folgen, ne? Ja. Telling me that several walkers in the city are acting strange. Seems like they had some kind of mutation in their nervous system, so they move abnormally and have great mobility. Those motherfuckers run like they're fucking possessed. Be careful if you see them. Ja, die habe ich schon gesehen. Aber schön, dass du mir das jetzt erst sagst. Erst dich. Der hat einen Abflug gemacht. Na, komm her, Brigitte. Er wollte es, er ist reingelaufen. Einfach da dran weiter vorbei? Scheinbar. Wo ich mir gut vorstellen kann, dass ich das straight up durch muss.
about them, you need to learn first how to do it. Around the city, you'll find some magazines about weapons. I'll show you with the white circle on the map where to find them. Hallo? Ach, dann halt so. Warum kannst du dir nicht die Munition greifen, die ich nutzen kann? Ich muss drumherum. Nur bei dem mit Panzerung die Schrot einsetzen. Oh, ich habe zwei erwischt. So, wo komme ich jetzt rein? Ernst gemeinte Frage. Ich glaube auf der anderen Seite. Warte mal, wir können ja mal zoomen. Ansonsten sieht das Depot so aus, als ob es da unten irgendwo reingeht. Schön hier und trotzdem unter Sternenhimmel. Nope. Die bremse ich direkt aus. So, hier die wären auch weg. Ich glaube, ich muss durch den Zug. Ich kann halt auch nur guessen, ne? Kann ich hier eigentlich zumachen? Nö. Hier habe ich wenigstens einen sicheren Platz gerade.
Ich glaube, der Zug führt echt rein. Ja, da ist offen. Okay, there you are. I give you the beautiful town of Nowhere, an industrial landmark in the state. If you're looking for work, you're in the right place. Shit, fuck all this shit. Look, we have a problem. The radio signal's getting disturbed by something. Something like an antenna or a repeater must be installed on the roof of the school. Before proceeding further, I need you to deactivate that antenna. Can you hear me? Hello? Ich höre dich. Mein Knüppel ist gerade zerbrochen. Okay, zuerst will ich in die Richtung mir das Safe House einmal geben. Oder warte, will ich das wirklich? Ich hab dich gesehen, Jesus. Komm mal eben kurz her. Nee, ich gehe direkt in die Richtung. Dann hole ich mir das Safe aus hier. Jetzt kann ich eigentlich mal eben kurz testen. Ja, das sind explosive Pfeile. Aber die kann ich ohne weiteres verwenden. Mir fällt ein, ne? Wir sind ja wieder in der Stadt. Mit Autos und so weiter. Jetzt nicht bedingt das, was ich haben wollte. Aber alles ist besser als nichts. Ich glaube, einen weiter und dann will ich links. Reicht, wenn ich ihn die Beine wegschieße. Da ist auch noch mal eine Wumme. Hier könnt ihr nur aus einer Richtung kommen. Oh ja. Habe jetzt eigentlich gar nicht geprüft, ist die
vom letzten Mal immer noch verbuggt. Ja, die sperrt mir immer noch die Sicht. Oh ja. Jetzt wird aufgeräumt. So. Bevor ich weitergehe. Also da drin ist auf jeden Fall ein Skin zum Holen. Kann ich ja mitnehmen. Muss nur den Eingang finden. Ich glaube, ich habe ihn schon gefunden. Was direkt ab durch? Ach, da wollte ich nicht einen sammeln. Was direkt ab durch? Aber eventuell eine Etage höher. Du bist näher. Notkarte direkt hier. Aber wie ich es vermutet habe, oben. Hier. So, hier jetzt raus und dann die nächste rechts abbiegen. Kann ja dann direkt das volle Magazin nehmen. Wie auch immer ich dich verfehlt habe. 100-mal angenehmer als die Kanalisation, muss ich nochmal sagen, ne?
Tanzkreise laufen, ich schieß dich trotzdem ab. Hey, Malcolm, you need to learn first how to do it. Around the city, find some magazines about weapons. I'll show you with the white circle on the map where to find them. So dämlich. Da vorne erst. Direkt den Helm mit runtergeschossen. Hier bringt mir das Visier was. Also der ist Rotpunkt. Hier oben. In der Kanalisation hat mir das halt null gebracht. Da vorne ist Safe House, das sehe ich. Und da ist dann die Rucksackerweiterung drin. Ich räume einfach auf. Oh, hier ist auch schon wieder zigtausend Munition drin. Da will ich auf jeden Fall rein. Da schmeiße ich dann auch die Munition einmal komplett weg, die ich eh nicht nutzen kann. Ich wollte eigentlich den Tank erwischen. Ach, ist das Rotlichtding schön. Ja, das hier ist ein richtig gutes Safehouse. So, das kann jetzt einen Moment dauern. Ist das überhaupt die? Okay, die muss ich wegwerfen und die muss ich wegwerfen. Heißt nicht, dass die nicht reingehen, wenn die Tür offen ist, ne? So, da will ich rein. Da. Shining, du hast doch so einen roten Ding. So ein Laser.
Dadurch müsstest du auch wissen, wo du hinschießt. Ja, ich bin trotzdem kacke im Zielen. Ist ja richtig geschenkt. Wo ist mein Rucksack-Upgrade? Hier ist nochmal eine fette Wumme. Da ist mein Upgrade. Jetzt habe ich noch einen Platz. Alter. Ich kann vom Prinzip her eigentlich durchgehend Shotgun-Action machen. Prioritäten setzen, ne? Wo ist da nochmal der Hebel? So, ich wollte noch das Upgrade holen, ne? Das ist in der Richtung, in der ich laufe. Da ist sogar nochmal ein Skin zu mitnehmen. Das ist das Schöne, ich kann hier frei laufen. Und die Skins absammeln und sonstiges. In der Kanalisation war ich ja wirklich hart eingeschränkt. Ich meine hier drin, ne? Nee, einen weiter aufschrauben muss ich trotzdem. Im nächsten Haus. Also ich finde nach wie vor, ne, die Kanalisation war auf jeden Fall am schlimmsten, am schwersten, weil man sehr stark eingeschränkt war, wo man hingeht, kaum was gesehen hat, eng war. Erstmal hier um die Ecke checken, ob da noch was rumrennt, bevor ich öffne. Hier kann ich mir eben kurz einen Skin holen. Ach, ist sogar so schon offen. Und das Ding gibt mir. Hey, to mount them, you need to learn first how to do it. Around the city, you find some magazines about weapons. I'll show you with the white circle on the map where to find them. Ja, jetzt kann ich Shotgun-Action machen. Die ist eh leer, die andere. Sollte die andere aber zumindest als Lampe mitnehmen. Oder das Teil hier.
So, wo liegt denn mein Skin? Die Tür ist wahrscheinlich direkt schon offen. Guck mal, hier ist direkt Ersatz für meine Knarre gerade eben. Hat sogar auch ein Licht dran. Klasse. So, wenn ich jetzt gleich rausgehe, über den Weg, den ich reingekommen bin, obwohl, wenn ich hier runtergehe, kann ich auch einfach rausgehen und dann geradeaus weiter. Mal kurz gucken, wo das Upgrade ist. In der Richtung. Da wird irgendwo ein Haus sein. Da ist ein Safe House. Da könnte auch direkt das drin sein, was ich suche. Und dann kann ich mich auf die Story konzentrieren. Ich glaube, wir lassen es übrigens heute bei dem einen Kapitel. Weil das hier jetzt schon ein bisschen lange dauert. So, hier sind die jetzt alle RIP. Da kann ich das hier einfach drüber werfen. Ich glaube, ich bin an der falschen Seite dafür. Hey, auf den Strich gehen ist verboten. Ich habe mir jetzt gerade nur den genommen, der gerade vor Ort war. Hier so in der Gegend auf jeden Fall. Boah, meine Hand verkrampft.
Ja, wir belassen es definitiv bei dem einen Kapitel. Ich habe gerade mal geguckt, wie viel Uhr es ist. Was ist denn das für ein mega gepanzerter Zombie? Gut, dass ich die Tür direkt zugemacht habe. Alter, wie viel hältst du aus? Ich glaube, das ist im Gebäude nebenan, was ich suche. Das ist nur ein Geräuschemacher. Der gepanzerte Mega-Zombie gerade war aber trotzdem auf jeden Fall eine Überraschung. Ja, definitiv. Hier. Das Gute ist, dass hier ist auch relativ nah an unserem Zielgebiet. Also entweder in dem Gehaus oder dem. Ich würde erstmal den hier sagen. Oh, hier ist sogar nochmal ein Schalldämpfer. So, da drin könnte unser Upgrade sein. Das war so ein Sprinter schon wieder. Das habe ich doch gesehen. Dich vernichte ich gleich. So, ich vermute hier drin unser Upgrade. Ja, da sehe ich es doch. Ah, das Sniper-Ding kann ich jetzt nutzen. Das hier. Oh, da kann ich ja richtig geil zielen. Eine Schrotflinte mit Scharfschützenvisier. Fünf Sinse pro Ding drin. Habe ich wieder voll. So. Jetzt gehe ich hier raus, drumherum. Also links drumherum und dann brauche ich eigentlich nur geradeaus laufen, bis ich bei der Schule ankomme. Ich will mal sehen, wie nah sind die Visagen jetzt. Oh. Ja, der Zoom ist schon geil.
Ist hier noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Ich habe jetzt wieder einen Platz frei. Ich lasse die mal kurz hier liegen. Unglaublich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir hier schon eine anderthalb Stunde sitzen würden. Wie lang das Kapitel einfach geht. Selbst der kann dieser dicken, fetten Wumme nicht standhalten. Ist ein kleines Häuschen. Ah, das ist hier ein kleines Scheißhaus. Da wäre zumindest ein neuer Knüppel. Ist besser als die Axt. So, wir haben das Gute. Hier ist ein Safehouse direkt neben dem Punkt, wo wir hin müssen. Na gut, es hat jetzt auch ein bisschen länger gedauert, weil ich beim Depot den Weg gesucht habe und weil ich nochmal da zurückrennen musste wegen einer Sicherung. Deswegen sitzen wir jetzt hier schon so lang. Da muss ich rein, ne? Sehe ich das richtig? Nein, einen weiter. Na gut, der spricht ja auch, wenn ich in die Nähe komme. Du bist 100 pro ein Sprinter. Ist aber schon krass, wie gut man hier auch allein zur Not zurechtkommt, ne? Ich habe das ja anfangs mit Sunny zusammengespielt. Und da sind wir fast durchgehend gestorben. Alles, was ich jetzt töte, nervt mich später nicht mehr. Könnte natürlich auch durchs Visier gucken, ne? Das würde ich aber ehrlich gesagt nur nutzen, wenn ich dieses Laserteil nicht hätte. Ach, die Polente und Feuerwehr heutzutage. Da muss ich doch rein. Ja. Nein. Sobald die sprinten, schieße ich mit der Shotgun auf jeden Fall. Jetzt Magazin hierfür.
wäre nicht allzu verkehrt, nochmal zum Safehouse zurückzugehen und eine andere Waffe zu holen, weil die hier wirklich fast leer ist. Und ich gleich keine Munition habe. Respawn tun die ja eh nicht. Und ich habe ja schon recht gut aufgeräumt, schon mal. Gehe ich einmal zum Safehouse zurück und hole eine andere Waffe, weil ich für die gleich keine Muni habe. Wenn ich übrigens die Kapitel jetzt mal bewerten würde. Also das erste Kapitel, das war recht schrecklich vom Anfang her, aber danach ging's. Das zweite Kapitel, einfach nur what the fuck. Das konnte man da ja wirklich fast durchgehend sagen. Guck mal, auf die Entfernung bringt mir das Ding nicht mal was. Weil ich die Scheißhirse durch den Nebel nicht sehe. Und war halt wirklich schrecklich. Weil Platzenge, kaum was gesehen. Vor allen Dingen fast jeder Weg war irgendwie abgesperrt. Falls da überall diese Hebel waren, die habe ich definitiv nicht gesehen. Aber man musste teilweise so extreme Umwege gehen. Da drin, ne? Ich würde sagen, ich muss nach oben. Boah, ist hier hell. Man sieht ja alles. Da, da haben wir das grüne Symbol. Kann ich hier durchgucken vorher? Nee. Ich kann die Schrotflinte schon mal durchwerfen. Andere Richtung würde ich sagen. Ist übrigens schön, wie den ganzen Abend mein linker Controller auf meinem Mac hat. Ich muss nach da oben. Ach,
wieder versperrt. Ich lass mal offen. Oder nee, ich mach mal zu. Fuck, the signal is still disturbed. Not enough. Da vorne direkt? Es sind ja zigtausend Antennen. Okay, signal almost restored, but there's still some background noise. Ich denke mal, das ist die letzte. Oh fuck! Great! The jamming is gone. Now the signal was loud and clear. Fuck, that fucking sound was about to deafen me. Listen, I have to ask you for a personal favor since you're in that school. In the gymnasium, a first aid center was set up as soon as the epidemic broke out, and I had a photo of Elizabeth hung on the missing people notice board. You know, it's the only photo I still have of my little Beth. Could you take it for me? You know, it's a very important memory. Natürlich. Turnhalle. Ich hätte die Tür offen lassen sollen. Ein schöner Ausguck von hier. Von hier würde sich das auf jeden Fall lohnen, so zu snipen. Oh, da muss ich ja mal richtig weit. Das heißt, hier den Gang runter. Hinter der Wand wartet wer. Sag ich doch. Let me guess. Did you find the door closed? Fuck. Try looking in the library. All the keys to the school were kept there. Go. Und die ist jetzt wo? Auf der anderen Seite. Also nochmal zurück. Wahrscheinlich der große Raum, den ich gerade eben gesehen habe. Oh, im Ernst, meine Hände verkrampfen langsam. Da. Seh's doch. Nicht hier? Offenbar nicht. Ich habe die Klos gefunden. Das ist ein sehr leerer Raum. Naja, eigentlich kriege ich das ja grün angezeigt, wenn das hier irgendwo liegt. Ich wollte gerade sagen, habe ich noch einen leeren Platz? Nein, habe ich nicht. Dann hätte ich jetzt nämlich eine Bombe mitgenommen. Ich weiß ja noch nicht, wo ich suchen muss. Ich glaube wirklich, dass ich wieder eine Etage hoch muss. Mittlerweile werde ich nur noch hin und her geschickt. Da, da haben wir es doch. Und wieder mal abgeschlossen. Wie immer. Vor allen Dingen, ich muss jetzt eigentlich irgendwas aus dem Inventar werfen. Weißt du mal was? Great. It's the right key. Now go back to the gym. Ey,
Hätte ich den einsammeln können, wenn ich da nachgeguckt hätte? Wahrscheinlich, ne? Also bevor ich die Mission mit dem Schlüssel habe, meine ich. Ganz ehrlich, warum soll ich denen die Tür öffnen? Das brauche ich gleich. Oh, hier ist ja mega hell. Irgendwie verfehle ich die ganze Zeit um 1 Millimeter. Problemo, amigo. Oh, und damit ist Kapitel vorbei. Jailhouse Dead. Okay. Was ist denn das für ein fieser Kapitelstart? Man startet und hat direkt welche von denen vor der Nase. Was soll das? Ich räume jetzt hier gerade nur auf. Aber ich glaube nicht, dass die hier drin respawnen. Habe ich einen Basketball hier irgendwo zur Verfügung? Ihr wisst, was ich versuchen will. Nein, komm zurück. Das ist einfach einer hinter mir gespawnt. Ist hier ein Knüppel irgendwo? Ich will das versuchen. Wäre nur schön, wenn hier nichts spawnt. Komm, ich will den Korb legen. Ich habe das Foto übrigens nicht im Inventar. Komm, geh doch da rein. Im VR versuchen, einen Ball anständig zu werfen, ne? Ah, fast! Da gehen wir komplett in die falsche Richtung. Ha. Ist halt nicht so einfach, den überhaupt zu werfen, ne?
geschafft. Ich hab einen Korb leer. Da schaffe ich kein zweites Mal. Sag ich doch. Na komm, wir lassen jetzt Ball Ball sein. Ich guck mal ganz kurz grob drüber, was wir hier zur Verfügung haben. Ich weiß ja auf jeden Fall die Mega-Schrotflinte. Die war ja auch direkt. Die wird beim nächsten Mal auch wieder da liegen, wo sie gerade gelegen hat. Aber wir haben auf jeden Fall eine mit einem richtig guten Visier. Die werde ich auf jeden Fall mitnehmen, falls die anderen das nicht haben. Na, K und da sind ein bisschen Heilmittel und so weiter. Ich will auch mal gucken, wo auf der Karte ist das nächste Teil. Ach, den ganzen Weg wieder zurück. Na gut, ist aber leicht zu holen, ne? Und dann sind da noch 3 Skins. Na gut, Leute. Ich würde an der Stelle aber sagen, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Das Kapitel, das ging wirklich lang genug. Allein auch schon, weil ich wegen den 2 Sicherungen nochmal zurücklaufen musste. Sehr ärgerlich. Also ich hatte mir da ja gedacht, so soll ich vielleicht erstmal da hingehen und da gucken. Weil ich hatte mir jetzt da in dem Moment halt wirklich nicht aufgepasst, wie viele Sicherungen ich brauche. Geht aber auf mein Konto, wie gesagt. Ja, wenn es euch gefallen hat, Leute, später bei YouTube ein Abo und ein Like da lassen. Auf Twitch natürlich ein Follow. Und von der YouTube-Gemeinschaft verabschiede ich mich an der Stelle als erstes. Euch noch einen schönen Tag.